Herzlich willkommen zu unserer Webseminarreihe, die das Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie zusammen mit der Beruf und Familie Service GmbH durchführen und Ihnen anbieten. Wir haben das Thema Können Sie Generationen, können Sie Team gewählt und wir werden heute unsere dritte Episode umsetzen, nämlich der Frage nachgehen, halten um jeden Preis mehr Flexibilität des Übergangs von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand. Und wir freuen uns, dass Sie alle dabei sind. 74 Teilnehmer, 76 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind es zurzeit. Es werden sicherlich noch ein paar dazukommen. Es zeigt einfach, dass Sie großes Interesse an diesem Thema haben. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis, wir zeichnen das Webseminar auf. Sie können das im Nachhinein dann also sich auch nochmal angucken auf unserer YouTube-Plattform von Erfolgsfaktor Familie. Da haben wir auch die Episode 1 und 2 schon abgelegt für diejenigen, die nochmal so einen Überblick haben wollen. Was sind eigentlich die Generationen? Was charakterisiert die Generation, Herr Schmitz? Das hatten Sie ja vorgestellt. Und letztes Mal haben wir über die Generation Z gesprochen. Heute sprechen wir eher über die Älteren, die Babyboomer. Ich bin davon betroffen. Ich bin so ein typisches Babyboomer-Kind. Und wir haben noch zwei weitere Veranstaltungen. Dazu sagen wir nachher noch was. Ich würde Ihnen jetzt gerne erstmal da kurz das Webinar-Team vorstellen, was Sie heute hier durch diese Veranstaltung führt. Ich bin Kirsten Frohnert. Ich bin die Projektleiterin vom Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie. Und freue mich, dass Sie da sind. Und die anderen können sich ja vielleicht selbst kurz vorstellen. Das brauche ich ja nicht machen. Ja, mein Name ist Christiane Flüter-Hoffmann. Ich arbeite im Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und habe heute die Ehre und Freude, Ihnen einen inhaltlichen Impuls zu geben und mit Ihnen in die Diskussion zu kommen. Ja, mein Name ist Oliver Schmitz, bin Geschäftsführer der Beruf und Familie Service GmbH, Träger des Audit Beruf und Familie, Audit Familiengerechte Hochschule. Das wird den meisten wahrscheinlich etwas sagen, sitzen in Frankfurt und ja, machen zusammen mit Erfolgsfaktor diese Serie jetzt, diese Webinar-Reihe und bin heute auch ganz gespannt auf den Input. Bevor wir die technische Probleme haben, Thomas, willst du das übernehmen? Das kann ich sehr gerne machen. Okay, er ist jetzt gerade rausgeflogen, dann mache ich. Nee, ich glaube, ist er wieder. Oh, wunderbar. Super. Ja. Das war nur die Umstellung auf die Kamera. Ja. Genau, das dauert immer einen kurzen Moment. Jan, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Ihr technischer Support heute. Mit einigen der Teilnehmer bin ich auch schon im Kontakt, um die technischen Probleme zu lösen. Ich hoffe, dass wir das noch hinbekommen. Ein wichtiger Punkt ist folgender. Nutzen Sie bitte die aktuellste Version der Browser Firefox oder Google Chrome. Safari funktioniert auch, denn mit der aktuellsten Version können Sie sicherstellen, dass alle Funktionalitäten auch wirklich funktionieren. Frau Wenzel hört uns jetzt auch. Prima. Ach, das ist schön. Sehr gut. Wunderbar. Nächster Punkt, sollte ein Neustart des Webseminars Tonprobleme nicht beheben, denn das war auch gerade das für einige Teilnehmer das Problem, können Sie das Endgerät nutzen und ein anderes Endgerät nutzen, beispielsweise Ihr Smartphone. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist so einer der finalen Punkte, wenn Sie nicht weiterkommen. Und ganz wichtig, das Webseminar wird aufgezeichnet und in unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Das heißt, Sie können sich in einer Woche ungefähr das Webinar nochmal von A bis Z durchschauen, wenn Sie möchten. Na, hier. Wenn Sie denn Interesse an weiteren Webseminaren haben, möchten wir Sie hiermit auffordern, Teil des Netzwerks zu werden. Wir haben noch einige Themen und einige Webinar-Termine in den nächsten Wochen und Monaten geplant und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch weitere Webinare mit uns bei weiteren Webinaren teilnehmen würden. Genau. Und bevor wir jetzt gleich auch einsteigen, nochmal ganz kurz was zum Netzwerk sagen und auch zum Audit. Der Hinweis heute ist ich gucke gerade nochmal, wie es heißt, der bundesweite Warntag. Und um 11 Uhr werden bundesweit auf kommunaler Ebene auch Sirenen und Ähnliches getestet. Das heißt, wir werden auch wirklich pünktlich schließen. Sie müssen damit rechnen, dass um 11 Uhr bei Ihnen vor Ort ein bisschen Lärm entsteht und ich weiß nicht, was in den einzelnen Organisationen vielleicht auch getestet wird. Ich will nicht ausschließen, dass bei uns hier auch ein Probealarm losgeht. Also darauf sind wir schon mal eingestellt.
Was Sie jetzt erwartet in den nächsten Minuten ist einmal nochmal kurz zum Blitzporträt vom Audit und vom Netzwerkbüro. Dann hören wir den Impuls von Frau Flüter-Hoffmann und dann haben wir Zeit, uns auch über den Chat noch ein bisschen auszutauschen. Ganz kurz, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich das Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie. Wir verstehen uns als Wissens- und Austauschplattform rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir haben vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen im Fokus, die sich sehr häufig mit tollen Vereinbarkeitsangeboten an ihre Beschäftigten richten. Wir haben zurzeit knapp 7.700 Mitglieder und ja, wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr die 8.000er-Marke knacken. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht klappen, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei im Unternehmensnetzwerk. Profitieren Sie davon, von unseren Angeboten. Werden Sie Mitglied, empfehlen Sie uns weiter. Ja, Sie können sich unter folgendem Link, der hier aufgeführt ist, gerne registrieren. Unsere Angebote werden finanziert vom oder gefördert vom Bundesfamilienministerium und auch der DIHK ist finanziell beteiligt, dass wir diese Arbeit machen können. Und auf unserer Homepage finden Sie ganz viele spannende Tipps, zum Beispiel auch Hinweise zum aktuell neu aufgelegten Programm Betriebliche Kinderbetreuung oder in unserer Toolbox zu guten Beispielen, zu Instrumenten, zu Angeboten, die man als Betrieb machen kann, im Rahmen von Corona-Auswirkungen in Ihrem Unternehmen. Sie finden uns auf vielen sozialen Kanälen, das sollte man noch erwähnen. Und hinweisen würde ich auch gerne noch ganz kurz auf unseren Fortschrittsindex Vereinbarkeit. Wenn Sie Fortschrittsindex Vereinbarkeit in Ihrem Webbrowser eingeben, kommen Sie auf die Seite. Da können Sie das Familienbewusstsein Ihrer Unternehmenskultur anhand von 12 Kennzahlen schnell testen und sich mit anderen Unternehmen oder der Branche oder auch der Betriebsgröße vergleichen. Anonym das Ganze. Also das noch als kleiner Tipp. Und wir haben ja auch, noch der kleine Hinweis, ein weiterer Hinweis, unser Unternehmenstag vom 15. bis 18. September. Das ist auch eine rein virtuelle Veranstaltung. Melden Sie sich gerne an, registrieren Sie sich auf unserer Veranstaltungsplattform und wir würden uns freuen, Sie auch da mit dem vielfältigen Programm begrüßen zu dürfen. Und damit Sie sehen, wer dahinter steht, das ist das Team vom Netzwerkbüro und wir sind jederzeit gerne für Sie da. Herr Schmitz, wollen Sie noch kurz was zum Audit sagen? Also ganz kurz, nicht so viel Zeit abknapsen. Audit Beruf und Familie wird den meisten bekannt sein. Wir sprechen ja gerade jetzt in der Serie über Generationen und das ist ein ganz großes Thema, was uns seit langem beschäftigt. Da wir seit 20 Jahren quasi das Audit Beruf und Familie machen, haben wir auch verschiedenste Generationenübergänge auch miterlebt. Und quasi auch durch die Zielvereinbarungen, die gemacht werden im Rahmen des Audits, auch ein Stück weit dokumentiert, was ungeheuer spannend ist. Das Audit Beruf und Familie ist ein Zertifikat, sollte aber eher verstanden werden als wie so eine Art Managementinstrument, weil es dann auch mit Begleitung auch ist, mit Unterstützung auch ist. Und ja, wo es beim Audit eigentlich darum geht, ist weniger so der Status quo, sondern so die Verbindlichkeit in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Themas. Und dass da eigentlich nie ein Ende ist, das zeigt auch, dass wir halt sehr viele, auch sehr lange auditierte Kunden dabei haben. Wie gesagt, uns gibt es seit 20 Jahren, wir haben auch Kunden dabei, die sind seit 20 Jahren dabei als auditierte Arbeitgeber auch, weil sie einfach sehen, da ist einfach ein stetiger Wandel und es macht Sinn, sich mit dem Thema dauerhaft und auch verbindlich mit zu beschäftigen. Schirmherrschaft hat die Bundesfamilienministerin, wo wir auch sehr froh drüber sind und genau. Alles Weitere erfahren Sie gerne auf unserer Website oder auch sprechen Sie uns direkt an, sprechen Sie mich an. Genau. Soweit zum Audit. Ganz schnell, jetzt bin ich gespannt auf den Weiteren. Ja, genau. Wir starten jetzt mit einer Umfrage, bevor Frau Flüter-Hoffmann loslegt. Und ich würde meinen Kollegen Thomas Meyer bitten, die Umfrage aufzurufen. Genau, die erste. Und zwar die Frage ist, bieten Sie in Ihrer Organisation eine Form des flexiblen Übergangs in die Rente an? Das führt direkt zu unserem Thema. Sie haben verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ja, wir haben vor kurzem etwas eingeführt. Nein, noch nicht, aber es ist etwas geplant. Oder eben nein, noch nicht. Und ich sehe hier im Hintergrund, wie
die Zahlen sich zusammensetzen. Es wird noch fleißig abgestimmt. Ja, jetzt kommt so ein bisschen Ruhe rein. Thomas, würdest du das Ergebnis präsentieren? Prima. Sie sehen, Frau Flüter-Hoffmann, das ist ja auch für Sie gleich interessant. Wir haben einen hohen Anteil von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Unternehmen oder Organisationen, wo noch nichts etabliert ist, aber geplant ist oder eben wirklich noch nichts etabliert ist. Rund ein Viertel der Teilnehmer hat aber bereits Maßnahmen des flexiblen Übergangs eingeführt. Insofern haben wir eine tolle Mischung. Wir können bestimmt sehr von ihrem Impuls profitieren. Die was planen und die schon was eingeführt haben, lassen uns vielleicht auch an ihrem Wissen dann teilhaben. Wunderbar, dann würde ich Thomas bitten, gleich die zweite Umfrage zu starten. Da wollen wir nämlich mal wissen, bei denjenigen, die schon etwas anbieten, welche Instrumente des flexiblen Übergangs nutzen Sie und Ihre Beschäftigten? Also was bieten Sie denn da an? Und da haben Sie jetzt verschiedene Optionen. Jetzt können natürlich nur die antworten, die Viertel derjenigen, die jetzt schon Maßnahmen anbieten. Also gibt es Lebensarbeitszeitkonten, ein Floating-Modell, darüber werden wir noch was hören. Gibt es die Möglichkeit, früher auszusteigen, später auszusteigen oder auch Silver Worker, die beschäftigt werden. Und auch hier ist eine rege Teilnahme. Sind auch mehrere Antworten möglich. Ist ja nicht immer nur das eine oder andere. Ich bin erstaunt, wie weit die Silver Worker schon verbreitet sind hier. Ja, können wir die Ergebnisse mal präsentieren? Ja, über ein Drittel sagen wir, beschäftigen auch Personen, die schon in Rente sind. Das ist der orange Teil, die sogenannten Silver Worker. Und genauso viele sagen, ja, Beschäftigte bei uns nutzen den früheren Ausstieg aus dem Erwerbsleben mit finanziellen Einbußen. Ja, und wir haben auch schon den Hinweis, dass Altersteilzeit zum Beispiel für Beamtinnen ein alter Hut ist, offensichtlich etabliertes Modell, aber noch nicht in allen Unternehmen. Das ist ja der Punkt. Wir wollen ja heute mal den Blick auf diesen flexiblen Übergang werfen. Und insofern beenden wir die Umfrage und starten mit Ihrem Impuls, Frau Flüter-Hoffmann. Der Kollege ruft Ihre Präsentation auf. Genau, da ist sie. Wunderbar. Ja, halten um jeden Preis mehr Flexibilisierung des Übergangs von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand. Ich habe den Vortrag so gegliedert, dass ich zunächst noch mal auf den Status quo eingehen möchte. Wie sieht es aus mit der Erwerbstätigkeit, gerade der Älteren? Wie ist es um die bevorstehenden Fachkräftelücken bestellt, die uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten drohen? Dann, welche Chancen bieten gerade die älteren, erfahrenen Beschäftigten, wenn ich sie binde für mein Unternehmen? Wie stark kann ich da die Fachkräftelücke auch zumindest abmildern? Und welche Formen der Flexibilität gibt es im Moment schon bei den Unternehmen? Was wird praktiziert und was ist noch nicht so weit verbreitet? Starten wir erst noch mal mit den großen Trends in Deutschland. Die Demografie schlägt sozusagen in Deutschland zu. Wir sind nach Japan das am schnellsten alternde Land. Also die Alterung und Schrumpfung sind zwei ganz große Trends. Deswegen natürlich auch, dass wir sagen, um die Rente überhaupt noch bezahlen zu können, haben wir bis 2029 das gesetzliche Renteneintrittsalter auf 67 Jahre hochgesetzt. Aber wir sehen eben durch die Frühverrentungsanreize, auch noch aus den 90er Jahren, war es immer üblich, dass man eben vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter aussteigt. Wenn Sie hier mal schauen, viele Beschäftigte steigen eben noch frühzeitig aus. Ab 60 sehen wir immer weniger, die noch beschäftigt sind.
Es gibt aber auch einen gegenläufigen Trend. Wenn wir uns das Ausland mal anschauen, gerade in Island, Schweden und der Schweiz, ist die Gruppe der 55- bis 64-Jährigen sehr aktiv, nimmt sehr aktiv am Erwerbsleben teil. Das sind sozusagen die Top 3 in Europa, bezogen auf die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen. Und wenn wir uns die anderen Länder dazu anschauen, dann sehen wir Deutschland immerhin liegt auf Platz 5. Vor einigen Jahren war das noch ganz anders. Sie sehen auf der rechten Seite die Veränderung von 2007 bis 2017. Da haben wir die größte Veränderung gemacht, nämlich 18,8 Prozentpunkte mehr als noch 10 Jahre zuvor. Da war aber gerade etwas mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe, also der 55- bis 64-Jährigen, überhaupt noch in Beschäftigung. Es gab ganz viele Betriebe, die hatten gar keine Älteren, zumindest die über 60 Jahre, hatten die gar nicht mehr in ihrer Belegschaft. Und das hat sich jetzt wirklich sehr stark geändert. Und es hilft uns natürlich, die Rente zu sichern und eben auch den Fachkräftemangel, die Fachkräfteengpässe zumindest abzuschwächen. Wenn wir uns noch mal genauer anschauen, wie die einzelnen Alterskohorten, also die Jüngeren, die Mittelalten und auch die Älteren, wie sich das weiterentwickelt. Hier sehen Sie die Entwicklung von 2010 bis 2030. Da sehen wir bei den Jüngeren bis 35-Jährigen einen Rückgang von 2,4 Millionen. Bei den Mittelalten, die bis 60 Jahre sind, einen Rückgang von 5,5 Millionen. Und nur die Gruppe der Älteren, die haben einen großen Zuwachs. Das heißt, bezogen auf die Personen im erwerbsfähigen Alter, also von 20 bis 64, haben wir über 6 Millionen Menschen weniger. Das bedeutet natürlich, die Fachkräftelücken werden bis 2030 größer werden. Es fehlen uns Personen auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe hier mal zwei Prognosen mitgebracht. Eine von Korn Ferry aus dem Jahr 2018. Die kommen zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2030 fast 5 Millionen Fachkräfte fehlen. Und Prognos hat eine ähnliche Prognose durchgeführt, kommen zu einem anderen Ergebnis. Die sprechen von 3 Millionen Fachkräften. Aber immerhin auch noch ein ganz, ganz großer Teil, der uns auf dem Arbeitsmarkt fehlt, der in den Betrieben fehlt. Wenn wir uns anschauen, wer möchte eigentlich wann in Rente gehen, da gibt es eine interessante Studie der Universität Wuppertal im Bereich Arbeitswissenschaften, Lehrstuhl Arbeitswissenschaften, und die haben die Babyboomer, also Frau Frohner sprach eben von dieser Gruppe der Älteren, die jetzt eben wirklich reihenweise in Rente gehen, die haben konkret nachgefragt, wann wollt ihr eigentlich genau gehen? Und Sie sehen, ich habe da drei graue Pfeile hingemacht, das sind die sogenannten Wunschzeitpunkte. Die Uni Wuppertal spricht davon, das sind die altbekannten Altersnormen. Nämlich einmal mit 60 Jahren, das sagten 30% der Babyboomer. Das war ja früher die Altersgrenze, wann Frauen abschlagsfrei in Rente gehen konnten. Dann mit 63 Jahren sehen wir nochmal einen Peak. 26% der Babyboomer wollen mit 63 gehen, die sogenannte Rente ab 63. Und bei 65 sehen wir nochmal einen Peak. Aber das heißt, viele Babyboomer kennen eben noch von früher auch die Frühverrentungsanreize. Wir hören das häufig in den Unternehmen, dass da immer noch einige sagen, Mensch, der Herr Müller, der hat doch auch den goldenen Handschlag bekommen, kann ich nicht auch früher gehen? Aber es hat sich eben dadurch einiges geändert. Wir haben jetzt das Flexi-Rentengesetz seit 2017. Das heißt, Sie können entscheiden, wollen Sie früher gehen oder wollen Sie vielleicht auch später gehen? Wenn Sie früher gehen, wir haben eben bei der Umfrage schon gesehen, viele Beschäftigte nutzen das auch und sagen, ich bin auch bereit, Abschläge hinzunehmen. Das heißt, man rechnet sich das aus. Ich habe hier drei Beispiele. Wenn Sie eine Rente von 1.000 Euro erwarten und wollen ein Jahr früher, also vor Ihrem gesetzlichen Renteneintritt in Rente gehen, dann müssen Sie berechnen 0,3 mal 12 Monate. Das heißt, Sie bekommen 36 Euro weniger Rente.
und noch zwei andere Beispiele, einmal für 800 Euro Rente und 1200 Euro Rente. Das heißt, die Leute rechnen sich das aus. Kann ich das verkraften? Kommt meine Rente, komme ich mit meiner Rente dann hin? Viele haben ja hoffentlich vorgesorgt und noch entweder eine Betriebsrente oder privat vorgesorgt. Dann kann es eben ausreichend sein. Es gibt aber auch Leute, und das sehen wir, dass die unterschiedlichen Lebensentwürfe so vielfältig inzwischen sind, dass manche sagen, wir wollen lieber später erst in Rente gehen. Wenn Sie das sagen, bekommen Sie einen Bonus von 0,5%. Das heißt, wenn Sie die Rente um ein Jahr nach hinten schieben, bekommen Sie beispielsweise einen Zuschlag von 6%. Und das ist für manche Leute natürlich sehr attraktiv. Ich mache hier einen kurzen Cut und frage, gibt es schon Fragen, Kommentare? Wir haben sonst zum Schluss noch eine Abschlussdiskussion, wo Sie auch nochmal alle Fragen loswerden können. Aber schreiben Sie die bitte in den Chat, Ihre Fragen, dann können wir das hier verfolgen oder auch Kommentare. Das scheint noch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt erstmal zu dem zweiten Block. Es wird gerade geschrieben. Okay. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen Zeit verzögern. Dann alles klar. Also gut. Ein bisschen abwarten. Ja, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, damit wir auch gut hinkommen. Ja, durchkommen, genau. Vielleicht machen Sie erstmal weiter und wenn die Frage, wenn die von Frau Bernsen erscheint, dann vielleicht noch ein. Das wird doch spontan aufnehmen, die Fragen dann. Ja, gut. Genau. Chancen durch Bindung der erfahrenen Beschäftigten. Also es gibt dieses neue Modell, das offenbar einige von Ihnen auch schon kennen. Eben bei der Umfrage spielte das eine erstaunlich große Rolle. Also über ein Drittel sagten, ja, das praktizieren wir. Wir haben im vergangenen Jahr eine Befragung gemacht. Wie viele Unternehmen beschäftigen eigentlich schon diese sogenannten Silver Worker, also Personen, die schon Rente beziehen oder zumindest das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben? Also wir beispielsweise Unternehmen, die sehr stark technikorientiert sind, ich nenne nur das Beispiel Bosch, die haben sehr früh damit angefangen, weil die in den 90er Jahren schon merkten, uns fehlen die Techniker, uns fehlen die Ingenieure, und die haben eine Tochtergesellschaft gegründet, die eigens dazu da war, Leute, die gerne im Rentenalter noch weiter für Bosch arbeiten wollten, in einer großen Datenbank mit ihren Profilen zu speichern, und die bekommen jetzt immer wieder Anfragen, können dadurch eben auch junge Leute anleiten, jüngere Ingenieure beispielsweise anleiten. Also ein ganz großer Gewinn für Bosch. Und wir sehen, das Modell hat inzwischen Schule gemacht. Also mehr als 39% der Firmen in Deutschland, die mindestens 5 Beschäftigte haben, die praktizieren das Modell des Silver Workers. Und wir sehen das lange nicht mehr nur in Technikunternehmen, sondern viele Dienstleistungsunternehmen. Zum Beispiel im Einzelhandel sieht man das häufig, dass da Frauen an der Kasse sitzen, die auch schon im Rentenalter sind, ganz erfahren sind, die das noch sehr schnell machen und die Spaß an ihrer Arbeit haben. Darf ich kurz mal einhaken, weil Frau Bernsen hat darauf hingewiesen, dass sozusagen Transparenz beim zu erwartenden Altersgeld schwierig zu ermitteln ist und dass es natürlich genderpolitische Differenzen gibt, was die Versorgung angeht. Haben Sie auch ermittelt, warum sozusagen, was die Motivationslagen sind im Alter, also in der Rente noch erwerbstätig zu sein? Das schauen wir uns gleich an. Mhm. Und super. Geld spielt da erstaunlicherweise eine geringere Rolle. Okay. Motivation ist tatsächlich, ich möchte den sozialen Kontakt zu Leuten weiterhaben, vielleicht auch zu meinen früheren Kollegen. Oder ich habe einfach Spaß an der Arbeit. Ich mache meine Arbeit sehr gerne. Das war übrigens bei den Ingenieuren bei Bosch ein ganz großes Thema. Die sagten, ich fühle mich noch gesund, ich fühle mich fit, ich bin geistig und körperlich so in der Lage, noch weiter zu arbeiten, und ich möchte das gerne machen. Und das finde ich ein tolles Angebot, dass Bosch mir das auch anbietet. Ja. Wir sehen hier nochmal, also 2/3 der Großbetriebe, die machen das. Also wir sehen da den größten Effekt. Also je größer die Firma, desto weiter verbreitet ist das Modell des Silver Workers. Und das Ziel der Unternehmen ist natürlich, Fachkräftelücken zu schließen und das Know-how möglichst auch im Haus zu halten, damit kein Wissen in Rente geht. Das ist ja ein ganz großes Thema in vielen Unternehmen, die sagen, oh, wir haben keine Vorsorge getroffen. Ganz wichtige Wissensträger sind jetzt weg. Manchmal passiert es dann wirklich, dass die älteren Leute nochmal anrufen, die sitzen in ihrem Schrebergarten und sagen, Mensch, Rudolf, kannst du uns nochmal helfen? Wie ging das denn nochmal? Das ist ein Fall, den wir so selten haben. Da warst du doch der Spezialist. Also das ist natürlich ein großes Thema, Know-how im Haus auch zu halten.
Und bei den Beschäftigten, wie gesagt, da sehen wir, dass gar nicht vorrangig das Geld das Thema ist. 42% der Frauen und 29% der Männer, die als Silver Worker arbeiten, die sagten, ja, wir machen das wegen des Geldes, und noch weit mehr sagten soziale Kontakte und Spaß an der Arbeit. Dazu hier nochmal eine genauere Übersicht. Da sehen Sie, ich möchte gerne eine Aufgabe haben, habe Spaß an der Arbeit oder brauche eben auch den Kontakt zu Menschen. Von der Beschäftigungsform her ist es so, dass die Silver Worker sagen, auf keinen Fall mehr Vollzeit. Ich möchte gerne schon meinen Hobbys nachgehen. Ich möchte mich mehr um die Familie kümmern, um meine Enkelkinder oder was auch immer. Also insofern am liebsten Teilzeit, sowohl sozialversicherungspflichtige Teilzeit, aber eben auch geringfügige Beschäftigung oder eben, wenn man auf Honorarbasis arbeitet, auch dann entweder ein abgeschlossenes Projekt oder auch da eine Teilzeitbeschäftigung. Wenn wir uns das anschauen im internationalen Vergleich, wir haben hier die Erwerbstätigen im Alter von 65 bis 70 Jahren. Da sehen wir Deutschland so ungefähr im Mittelfeld, aber noch ein bisschen mehr als der Durchschnitt der EU. Die baltischen Länder, auch die skandinavischen Länder sind weit vorne und ganz hinten eher Luxemburg, Belgien und Ungarn. Da ist dieses Modell noch nicht weit verbreitet. Hier nochmal ein kurzer Cut, wenn jetzt schon weitere Fragen sind. Also was ich auch festgestellt habe, gerade so im produzierenden kleinen mittelständischen Bereich, ist, dass das Thema Kundenbindung auch ein großes Thema ist. Das heißt, diejenigen, die halt über Jahre den Kundenstamm gepflegt haben, durch Serviceleistungen oder auch im Vertrieb, dass da ein großes Interesse ist, diese noch ein Stück weit zu halten und da eher so einen fließenden Übergang zu haben. Ja, auch. Ja. Ganz wichtiger Punkt, Herr Schmitz. Vielen Dank für die Ergänzung. Ja, das ist das Wissen. Und ich habe letztes Jahr auch ein Unternehmen im Altmühltal besucht. Die haben das gesagt, die binden die Silver Workers ein, wenn es darum geht, Peaks abzufedern. Also wenn es hohe Dichte gibt an Aufträgen, da binden sie dann gerne auch die Silver Worker mit ein. Und hier kommt nochmal Frau Berndsen, weist nochmal darauf hin, dass das auch alles sozusagen abhängig ist von der Qualifikationsebene und wie verhält es sich mit dem Wissenstransfer? Ist das auch eine Begründung? Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Frau Flüterhoffmann. Ne? Genau, ja, oder auch Herr Schmidt. Ja. Also gerade die Bindung der Kunden, dass man da einen gleitenden Übergang hat, dass man die jüngeren Kollegen mitnimmt zu den Kunden, sich gegenseitig vorstellt und da eben auch sofort diesen Wissenstransfer damit auch ermöglicht. Ja. Prima. Welche Flexibilitätsmöglichkeiten gibt es denn? Unsere Kollegen vom COFA-Projekt, also Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, das ist sozusagen hier zwei Büros bei mir weiter, die hatten das gerade als Thema des Monats, eine lebensphasenorientierte Laufbahnplanung. Ich empfehle das Thema generell, aber vielleicht wollen Sie da auch gerne mal reinschauen, denn wir stellen wirklich fest, die Erwerbsverläufe der Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heutzutage sehr, sehr vielfältig. Und gerade darauf sollten die Unternehmen auch eingehen, dass die Beschäftigten merken, ich bin hier sehr gut aufgestellt, ich kann auch später eine ganz unterschiedliche Laufbahn noch einschlagen, das wird nicht zum Schaden gereichen. Und insofern ist das auch ein ganz, ganz wichtiges Bindungsinstrument. Allerdings sind die Themen sowohl Laufbahnplanung als auch Übergangsmanagement noch relativ wenig entwickelt. Sie sehen, von den Handlungsfeldern der Personalarbeit sind die eher am unteren Ende, also noch lange nicht so weit verbreitet. Gerade das Thema Austritts- und Übergangsmanagement, dazu gehören Dinge wie zum Beispiel die Leute frühzeitig fragen, wollt ihr gerne noch bei uns arbeiten? Schauen wir uns dazu mal einzelne Instrumente an. Sie sehen, individuelle Karriereplanung, das bieten etwas mehr als die Hälfte aller Unternehmen an. Austrittsgespräche, wo man einerseits eben herausfindet, wäre das jemand, der gerne noch für uns weiterarbeitet, wenn er in Rente geht, aber auch bei ungewollter Fluktuation dienen die Austrittsgespräche natürlich dazu, herauszufinden, warum verlässt uns diese Person? Was können wir verbessern, damit eine höhere Mitarbeiterbindung
im Unternehmen auch stattfinden kann. Und Sie sehen die letzten beiden Punkte, das Floating-Modell, das ich gleich noch vorstellen werde, für den gleitenden Übergang in die Rente als Alternative zur Altersteilzeit, und auch die Lebensarbeitszeitmodelle sind noch relativ wenig verbreitet. Leider, ich bedauere das sehr, das schauen wir uns aber gleich genauer an. Kurze Frage, Frau Flüter-Hoffmann. Wir sind ja alle bei dem Thema Vereinbarkeit engagiert. Spielt auch die Vereinbarkeit von Privatleben, Erwerb, also und Beruf bei der Gestaltung des Übergangs eine Rolle? Also dass man sagt, ich will meine Großelternrolle ausfüllen oder ich habe Pflegeaufgaben, ist das ein Thema? Das wäre nochmal ganz, ganz klar. Also zum Beispiel die Unternehmen, die Lebensarbeitszeitkonten anbieten. Das bedeutet ja für die Erwerbstätigen, die haben ein stetiges Einkommen, die haben also keine finanziellen Verluste und können aber die Arbeitszeit über den kompletten Erwerbsverlauf schwanken lassen. Und gerade die, die dann im späteren Alter sagen, oh, jetzt wird meine Mutter, meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater krank und ich persönlich möchte mich zumindest engagieren, möchte deswegen meine Arbeitszeit reduzieren, möchte aber eigentlich keine finanziellen Verluste haben. Die können das ganz wunderbar mit einem Lebensarbeitszeitkonto machen. Nur leider, das sehen wir hier schon, 2010 hatten nur 2% aller Unternehmen ein Lebensarbeitszeitkonto. Und wenn wir uns den weiteren Zeitverlauf anschauen, es hat sich leider noch nicht sehr viel getan, weil Lebensarbeitszeitkonten gerade für kleine und mittlere Unternehmen organisatorisch aufwendig sind und eben auch kostspielig. Das ist ein großes Problem. Die Bundesregierung hatte eigentlich schon längst versprochen, auch wieder mal im letzten Koalitionsvertrag, wir gehen das Thema an, wir wollen das verbessern. Wir sehen, dass das gerade im Hinblick auf Vereinbarkeit ein ganz wichtiges Instrument ist. Aber schauen wir uns an, 2014, 5% aller Unternehmen hatten ein Lebensarbeitszeitkonto. Auch hier haben wir wieder den Größeneffekt, also je größer das Unternehmen, desto weiter sind die Lebensarbeitszeitkonten verbreitet. Aber wie gesagt, nur 5% aller Unternehmen in Deutschland. Auch hier sehen wir... Vielleicht ganz kurz noch auf einen Beitrag. Da heißt es, bei häufig befristeten Verträgen machen Lebensarbeitszeitkonten gar keinen Sinn. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn ich in einem Bereich bin, wo sehr viel befristete Verträge sind, dann die Übernahme. Es gibt alles Möglichkeiten, auch wie Lebensarbeitszeitkonten übernommen werden können oder letztendlich auch an die Rentenversicherung Bund ausbezahlt werden können oder Ähnliches. Aber ich erlebe es halt ganz viel auch so im Forschungsbereich, im Hochschulbereich auch, wo dann viele Zeitverträge sind oder auch im öffentlichen Dienst durchaus auch. Und da stellt es natürlich eine gewisse Hürde dar, dass ich nicht diese langfristigere Perspektive habe auch. Ja. Und wir haben vor 3 Jahren mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks auch so einen kleinen Wettbewerb gemacht. Erzählen Sie uns Ihre Erfolgsfaktor Familiengeschichte. Und da war ein ausgezeichnetes Unternehmen dabei, eine Tischlerei und Zimmerei, die auch mit Lebensarbeitszeitkonten arbeiten, also ein relativ kleiner Betrieb. Die haben sich externe Unterstützung dafür geholt, haben einen Dienstleister, der ihnen das alles organisiert, weil sie sagen, ja, da sind wir als Handwerksbetrieb überfordert und die Zahlen, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, rund 50 Euro pro Mitarbeiter, im Jahr sogar nur, um das sozusagen verwalten zu lassen von einem externen Dienstleister. Also da gibt es auch schon entsprechende Hilfen. Ja. Aber genau, das Thema Arbeitszeitkonten sollten wir vielleicht auch im nächsten Jahr zusammen angehen, Herr Schmitz. Also sicherlich, ja. Das ist ganz spannendes Thema, gerade Lebensarbeitszeitkonten auch. Und da gibt es auch so viel Unterstützung mittlerweile auch. Und ja. Immer so diese Grundangst, oh Gott, Insolvenzsicherheit, das können wir gar nicht bieten. Aber durch die Unterstützung, die es gibt, die man sich hinzunehmen kann, ist es auch für kleinere möglich. Ja, stimmt. Ja, bei meinem letzten Arbeitszeitprojekt, da habe ich auch ein Unternehmen beraten, das auch weniger als 100 Beschäftigte hat. Und die wollten auch, da sagte der Geschäftsführer ganz klar, das ist attraktiv für meine Beschäftigten. Ich bin gerne bereit, das zu investieren. Die haben sich auch einen externen Dienstleister geholt und hat gesagt, selbst das Geld für den externen Dienstleister bezahle ich gerne. Und die haben es eingeführt und es ist sehr, sehr gut angenommen worden von den Beschäftigten. Also ich kann auch nur dafür plädieren, Lebensarbeitszeitkonten, gerade weil wir sehen ja hier von der Nutzung her, bieten ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Zeit dann genutzt wird. Viele machen eben gerne ein Sabbatical und wollen ihr eigenes Haus beispielsweise bauen oder endlich doch nochmal eine Weltreise machen, bevor die Kinder kommen zum Beispiel. Aber die Älteren verkürzen eben auch gerne die Lebensarbeitszeit damit,
ohne finanzielle Einbußen zu machen. Also insofern auch ein Punkt für den flexiblen Übergang. Wobei ich natürlich auch auf etwas verzichten können muss. Also wenn ich jetzt an Alleinerziehende denke, an Niedriglohnsektor, da ist es natürlich dann schwieriger, dann was aufzubauen oder mit niedrigen Teilzeit nur arbeiten kann. Ich muss ja irgendwo dann auch auf etwas verzichten können auch. Ja. Und hier kam nochmal der Hinweis im Chat, dass auch hier wir uns die Genderbrille wieder aufsetzen sollen, weil es häufig Frauen sind, die eben nicht von den Lebensarbeitszeitkonten profitieren. Haben Sie dazu Erfahrung, Frau Flüter-Hoffmann? Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Also in den Unternehmen, die es anbieten, ist es eigentlich gleichermaßen, dass sowohl Frauen als auch Männer davon profitieren, auch profitieren wollen. Und selbst wenn sie ein geringeres Einkommen haben, geringeren Lohn oder Gehalt, dass sie da auch einzahlen. Und bei den Lebensarbeitszeitkonten gibt es ja auch die Möglichkeit, dass auch der Arbeitgeber einen Bonus jedes Jahr zum Beispiel auf das Lebensarbeitszeitkonto einzahlt, als eine freiwillige betriebliche Sozialleistung. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie das Lebensarbeitszeitkonto gefüllt wird. Auch der übergesetzliche Urlaub, wenn ich sage, das ist alles prima, ich brauche den übergesetzlichen Urlaub nicht, auch den zahle ich lieber in mein Lebensarbeitszeitkonto ein, um dann die Tage wiederzunehmen, wenn ich sie wirklich brauche, sei es für ein Sabbatical oder sei es eben für den vorzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben. Also gerade diese Vielfältigkeit sowohl des Einzahlens, aber auch wieder des Nutzens, ich finde, das macht es sehr, sehr attraktiv mit der Lebensarbeitszeitkonten. Hier nur noch mal ganz kurz der Überblick. Auch hier sehen Sie vom IAB noch mal, es ist kaum angewachsen über die Zeit von 2002 bis 2016. Bei den großen Unternehmen, wie gesagt, da sind wir weiter, gerade die mit 500 und mehr Beschäftigten. Aber insgesamt ist es nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau, was ich persönlich eben sehr bedauere. Kommen wir zu einem anderen Modell, das sogenannte Floating-Konzept. Das ist in der Schweiz und in Österreich viel weiter verbreitet als bei uns. Vielleicht, weil wir so lange die Altersteilzeit auch hatten, die ja auch steuerlich gefördert wurde, dass es deswegen nicht notwendig war. Ziel davon ist es, die Wertschätzung gegenüber Eltern und auch langjährig Beschäftigten zu zeigen, Leistungen und Treue einer langen Betriebszugehörigkeit mit den entsprechenden Verdiensten werden gewürdigt durch das Modell. Es bietet ein Entlastungspotenzial, auch Gesundheitsschutz durch die Arbeitszeitermäßigung. Das heißt, Sie nehmen ganz langsam bei der Arbeitszeit ab. Die Modelle sind sehr unterschiedlich. Manche Unternehmen fangen schon an im Alter von 55, dass sie da ganz langsam ihre Arbeitszeit reduzieren können. Andere haben das Modell erst ab 60 oder auch dazwischen. Das handhaben die Betriebe, also wie gesagt, ganz unterschiedlich. Aber der große Bonus ist, die finanzielle Anpassung geht nicht ganz linear damit, sondern fängt erst später an. Man sagt, wir wollen damit anerkennen, sowohl die Produktivität und das Erfahrungswissen, das die Beschäftigten haben. Das heißt, selbst wenn sie 95% oder nur noch 90% ihrer Arbeitszeit für uns einbringen, geben wir ihnen noch 100% des Lohns oder des Gehalts, weil wir wissen, das Erfahrungswissen macht ganz viel wett. Insofern ein attraktives Modell. Ich habe Ihnen hier verschiedene Möglichkeiten mitgebracht, sehr progressiv oder sehr defensiv. Wie gesagt, das handhaben die Unternehmen sehr unterschiedlich, sowohl wann sie anfangen, ab einem Alter von 55, 57 und 60, oder auch, wie schnell sie die Arbeitszeit reduzieren, nur ein Tag im Monat oder 7 Tage im Monat. Dementsprechend ist dann eben die Arbeitszeit schneller, schon bei 75% oder 70%. Und auch, wie weit das Gehalt dann sehr schnell oder langsam reduziert wird, das ist eine Frage der Kultur und eben der einzelnen betrieblichen Entscheidungen. Große Vorteile sind natürlich vor allen Dingen aus Unternehmenssicht Mitarbeiterbindung erhöhen, Erfahrungswissen auch transferieren, Arbeitgeberattraktivität stärken. Bei den Beschäftigten, die merken, für mich lohnt sich eine lange Betriebszugehörigkeit. Gerade dann ab 55 oder ab 60 kann ich meine Arbeitszeit senken und habe nicht gleich finanzielle Einbußen. Insofern auch die Lebens- und Berufserfahrung wird wertgeschätzt. Mögliche Nachteile könnten natürlich auch geltend gemacht werden, wenn die Unternehmen sagen, okay, das sind auf jeden Fall erstmal zusätzliche Kosten für uns. Manche sagen auch, da wird uns zu sehr auf die Arbeitszeit fokussiert und nicht auf die Arbeitsergebnisse. Viele Unternehmen sind ja im Moment dabei, sozusagen
Präsenzkultur auf die Ergebniskultur zu gehen, wo stärker dann Vertrauensarbeitszeitkonzepte auch eine Rolle spielen. Und auf Beschäftigtenseite, also wenn das Modell nicht richtig als ein ganz normales Laufbahn, als eine ganz normale Karriereplanung im Unternehmen verankert ist, dann haben manche Beschäftigte Angst, ihr Gesicht zu verlieren. Dass es heißt, aha, der Herr Müller, der kann wohl nicht mehr, habt ihr schon gehört, der gibt jetzt Verantwortung ab, macht nur noch Teilzeit. Also insofern, manche Beschäftigte könnten das Gefühl haben, abgeschoben zu werden. Insofern, gerade beim Floating-Modell ist die Unternehmenskultur, die Einbettung in die Karriereoptionen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Meine Zusammenfassung und Empfehlungen: Fachkräftesicherung wird künftig immer schwieriger werden. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer erfahrenen Beschäftigten aus der eigenen Firma, denn immer mehr Beschäftigte wollen auch über das gesetzliche Rentenalter hinaus arbeiten. Insofern meine Empfehlung: Erarbeiten Sie ein Konzept für Ihre Silver Worker, für Ihre möglichen Silver Worker mit frühzeitiger Ansprache. Ja, viele müssen ja erstmal in Ruhe überlegen und auch mit Partnern, mit der Familie sprechen. Was haltet ihr denn davon? Und sich das überlegen. Wichtig auch ein wertschätzender Umgang und eben attraktive Konditionen. Zweiter Punkt, ein flexibler Übergang in die Rente ist durch Lebensarbeitszeitkonten oder eben auch Floating-Modelle sehr gut möglich. Aber wie gesagt, beides ist hier in den Unternehmen in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet. Meine Empfehlung auch nochmal an die Bundesregierung, wie schon im Koalitionsvertrag 2018 angekündigt, dort stand, es solle geprüft werden, wie das Instrument der Langzeitkonten mehr Verbreitung finden kann. Es wäre sinnvoll, die Bürokratie, den Organisationsaufwand und die Kosten für das Führen von Langzeitkonten zu senken, weil aus meiner Sicht sich das wirklich als ein lebensphasenorientiertes Arbeitszeitmodell für ganz viele verschiedene Bedürfnisse eignet und sowohl für Betriebe als auch für die Beschäftigten Vorteile bringt. Damit sind wir schon bei der Abschlussdiskussion. Jetzt würde ich gerne von Ihnen noch mal wissen, wir haben eben schon anonym sozusagen in der Abfrage gehört, ein Drittel von Ihnen beschäftigt schon Silver Worker. Welche Erfahrung haben Sie damit gemacht? Wollen Sie uns das mal mitteilen im Chat oder können wir auch über Mikrofon, Frau Frohnert, oder ist... Nee, das müsste über den Chat laufen. Nee, alles klar. Also hier kam jetzt noch die Anmerkung, das Risiko muss minimiert werden. Wenn ich mich als Arbeitnehmer nicht darauf verlassen kann, dass das Geld nicht weg ist, mache ich das nicht. Es ist schon so, dass es also gesetzlich vorgegeben ist, das Ganze muss inflationssicher gemacht werden, insolvenzsicher gemacht sein. Also das Geld, wenn man wirklich ein Lebensarbeitszeitkonto hat, das ist sicher auf jeden Fall. Genau, ja. Und Herr Schmitz, Sie hatten eben schon angesprochen bei den Lebensarbeitszeitkonten, wenn ich die sogenannte fünffache Bezugsgröße schon erreicht habe, das sind ungefähr so 12.000, 13.000 Euro auf meinem Lebensarbeitszeitkonto und dann wechsle ich den Arbeitgeber und gehe zu jemandem, der das Modell nicht anbietet, dann kann ich es eben auf die deutsche Rentenversicherung übertragen. Das heißt, ich muss es mir nicht auszahlen, denn dann würden eben die kompletten Kosten Sozialversicherungsbeiträge, Steuern direkt fällig, sondern ich kann es eben bei der deutschen Rentenversicherung hinterlegen und es kommt meiner Rente dann zugute. Es gibt noch die Frage, ob das auch für Führungskräfte, das war, glaube ich, die Frage wurde gestellt, ich weiß nicht, ob es beim Floating-Modell war schon, weil Führung und Teilzeit ja auch immer noch so ein Tabuthema ist in Deutschland. Haben Sie da Erfahrungen? Ja, obwohl das sehen wir inzwischen auch, dass es lange nicht mehr ein solches Tabuthema war, wie noch vor 10 Jahren etwa. Also Führung in Teilzeit wird immer üblicher, da übrigens weit mehr als bei den Frauen. Wir wissen ja, Frauen generell sind auch weit mehr in Teilzeit als die Männer. Aber auch Führen in Teilzeit wird da üblicher. Und wir sehen das als die sogenannte Bogenkarriere, also dass auch Führungskräfte dann ab einem Alter von 60 oder 62, wenn sie wollen, sowohl Führungsverantwortung abgeben können, aber eben auch ihre Arbeitszeit reduzieren. Also dieses sogenannte Bogenmodell. Aber auch das muss in die Unternehmenskultur sehr gut eingebunden sein, dass das ein ganz normales Modell ist, was eben nicht immer nur aufwärts geht, sondern ohne weiteres auch einen solchen Bogen machen kann. Ja, und hier kommt nochmal auch der Hinweis oder die Frage, ob es sich eher auf herausgehobene Positionen bezieht, wenn es um Führungskräfte geht. Ja, in besonderen Beschäftigungsbedarfen, eher in herausgehobenen Positionen. Häufig wird gerade in der digitalen Transformation auf den frühen Wechsel gesetzt. Können Sie diese Einschätzung teilen?
auf den frühen Wechsel gesetzt. Also Wechsel bedeutet Austausch von Führungskräften, oder ich verstehe die Frage noch nicht genau. Vielleicht können Sie das nochmal konkretisieren, Frau Bernsen, was Sie genau damit meinen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht man da eher dahin, dass man sagt, ich will die Älteren gar nicht binden, sondern ich bin froh, wenn ich sie wegkriege und durch Junge ersetze. Das hört sich natürlich jetzt ein bisschen böse an. Ich glaube auch gar nicht, dass sich das viele leisten können, weil es einfach einen Fachkräftemangel gibt auch. Absolut, ja. Ganz abgesehen vom Brain Drain, der dann ist, also dann auch das Wissen, was verloren geht. Aber es wird auch solche Unternehmen geben, wo so eine Kultur dann auch herrscht. Ich meine, natürlich, mit den ganzen Frühverrentungsanreizen noch in den 90er Jahren, da war das einfach üblich, dass die Unternehmen immer sagten, und das war übrigens gewollt damals von allen, von der Regierung, von den Sozialpartnern, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, alle sagten, ja, lasst uns die Alten rausnehmen, wir machen Platz für die jungen Leute. Mhm. Und es hat aber nie so funktioniert auch. Und inzwischen sieht man eben, wir werden ja alle gesünder auch älter. Das heißt, wir sind körperlich, geistig fit bis ins Alter von 70 oder noch mehr. Und dann fängt erst der langsame Abbau an, bei vielen jedenfalls, je nach Lebensführung. Und dieses Erfahrungswissen wollen eben viele Betriebe möglichst lange auch halten. Natürlich, wenn es da Leute gibt, die sagen, nee, hört mir auf, ich will in Rente gehen, lass mich in Ruhe damit, die auch unbedingt zu überzeugen, das sollte man auch nicht machen. Wenn die keine Lust haben, dann werden die auch nicht besonders gut oder besonders motiviert dann später arbeiten. Niemand soll gezwungen werden, das soll ein Angebot sein. Aber wir sehen eben, viele freuen sich dann noch weiter, die sozialen Kontakte zu haben. Die haben Spaß an ihrer Arbeit, eben ihr Wissen gerne auch an jüngere Leute weiter. Und denen sollte man diese Chance dann geben, zum Nutzen wirklich von beiden Seiten. Eine Haltung, die sicherlich dann aus dieser Zeit auch noch stammt, ist so ein bisschen auch so Personalentwicklung, hört irgendwann mit Anfang 50 auf. Weil man früher ja gedacht hat, da arbeitet man dann nur noch auf die Teilzeitbeschäftigung hin, auf die Altersteilzeit hin. Und wenn ich heute einen 50-Jährigen habe, mit denen darf ich noch eventuell 17 Jahre auf jeden Fall nochmal zusammenarbeiten. Die gehören genauso weiter in die Personalentwicklungsmaßnahmen rein wie alle anderen auch. Das ist ganz wichtig. Ja, ich bin sehr dankbar für Herrn Liesners Hinweis, dass es sicherlich auch Menschen gibt, die sich vor Neuerungen sperren. Das ist aber nicht immer nur eine Frage des Alters. Ja. Da bin ich sehr dankbar, weil ich ärgere mich selbst immer darüber, wenn sozusagen unterstellt wird, dass man kaum hat man die 50 überschritten oder die 55 nicht mehr in der Lage ist, sich mit digitalen Arbeitsformen auseinanderzusetzen oder sich zu verändern. Und das fand ich übrigens ganz spannend bei unserer Mitgliederbefragung, die wir im April durchgeführt haben zu den Erfahrungen der Betriebe in der Corona-Krise, dass viele Unternehmen uns zurückgemeldet haben, oder es stand an zweiter Stelle der Rückmeldung, dass sie davon ausgehen, mit Blick auf die Chancen der Erfahrung aus der Corona-Krise, dass die Veränderungsbereitschaft insgesamt angestiegen ist im Unternehmen. Also die anzunehmen, mobiles Arbeiten, Homeoffice, also Abkehr von der Präsenzkultur, und insgesamt ist die Bereitschaft zu Veränderungen gestiegen, und das ist eine tolle Entwicklung, die wir sehr begrüßen. Aber nochmal auch an Sie alle, die... Gerade ergänzen darf, Frau Frohner, ja, natürlich. Mich sehr gefreut hat, also auch viele Führungskräfte, die vorher immer noch Bedenken hatten, die sagten, nee, ich schicke meine Leute nicht gerne ins Homeoffice, die legen ja sowieso nur die Füße auf den Tisch und machen da nichts. Und die stellen plötzlich fest, wie produktiv dort gearbeitet wurde, dass die Ergebnisse nur so reinkommen, dass die wirklich fast noch besser, noch produktiver gearbeitet haben. Also es sei denn, das ganze Homeschooling kam dazu, das muss man natürlich alles abziehen. Ja. Aber viele Führungskräfte sind durch diese Notsituation jetzt plötzlich überzeugt und haben wirklich festgestellt, Mensch, das ist eine ganz tolle Arbeitsform, und ich sehe, meine Leute sind zufrieden und die bringen gute Ergebnisse. Ich werde das auch nach Corona weiter fortsetzen. Eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dass da viele Führungskräfte sozusagen durch die Praxis, leider aus der Not geboren, aber eben durch die Praxis überzeugt werden konnten. Ja. Also wir müssen uns auch so vom altersstereotypischen Denken verabschieden. Das ist eben das. Ältere kann jetzt nicht mit Computern. Das ist die Frage der Haltung auch. Aber die ist manchmal so selbsterfüllend auch. Wenn alle so denken, dann ist es nachher auch so. Dann denke ich das nachher von mir auch. Und das ist eine Kultur, die man ändern muss. Weil das, was ja eigentlich zunimmt, wenn ich mehr ältere Beschäftigte habe, dann nimmt eigentlich nur die Variabilität, die Vielfalt der Leistungsfähigkeit zu. Also es nimmt nicht automatisch die physische und psychische Leistungsfähigkeit ab. Es gibt welche, die sind dann genetisch disponiert, die werden dann vielleicht kränker, chronisch krank, aber es gibt viele, die sind mit 60 noch so fit wie ein 40-Jähriger.
Und das ist eher die Vielfalt, mit der man dann auch lernen muss, umzugehen, wenn man mehr ältere Beschäftigte hat. Absolut, ja. Vielen Dank, Herr Spitz, für den wichtigen Hinweis. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht zum Altersbild in den Unternehmen und konnten feststellen, überall da, wo ein negatives Altersbild war, da haben tatsächlich nicht nur die Führungskräfte, sondern die Beschäftigten selber auch nicht mehr dran geglaubt, dass die noch irgendwie besondere Leistungen bringen konnten. Da haben wir gefragt, warum geht ihr, warum nehmt ihr nicht mehr an der Weiterbildung? Ja, lohnt sich doch nicht mehr. Ich bin doch nur noch 10 Jahre hier. Nur noch 10 Jahre, das ist doch eine lange Zeit. Und weil da, wo ein positives Altersbild war, also wo man wirklich gesagt hat, natürlich, wir trauen denen das zu, wir sehen das Erfahrungswissen, das Qualitätsbewusstsein, das sind alles so wichtige Punkte für uns. Und dort war es viel selbstverständlicher, dass wir an Weiterbildungen auch teilgenommen haben. Da war das sozusagen keine Investition, die sich von vornherein nicht mehr lohnen würde, sondern sagten, gerade wenn die Leute noch 10 Jahre bei uns arbeiten, wir wollen, dass die auch weiterhin an ihrer Qualifikation arbeiten, dass sie sozusagen mit dem Wandel, den die Arbeitswelt gerade durch die Digitalisierung mit sich bringt, dass sie damit auch Schritt halten können. Ja. Können Sie den Link zu dieser Altersstudie uns nennen, Frau Flüter-Hoffmann? Gerne, ja. Also finden Sie auch noch auf unserer Seite eine Altersstudie. Oder ich füge vielleicht den Link in den Foliensatz mit ein. Der Foliensatz wird auch auf der Website veröffentlicht oder machen wir es. Also wir müssen mal gucken. Wir zeichnen ja das Webinar auf und da ist der Foliensatz dann sichtbar, aber wir werden Ihnen auf jeden Fall diesen Link in irgendeiner Form zukommen lassen. Zur Altersstudie einige Materialien zusammengestellt, Bundesarbeitsministerium. Sekunde, halt, Frau Flüter-Hoffmann. Frau Berntsen fragt noch, gibt es Studien zur Korrelation von Gesundheitsmanagementmaßnahmen und Arbeitsmodellen für den Übergang? Auf jeden Fall. Das ist im Moment ein ganz, ganz aktuelles Thema, also eigentlich schon seit 10 Jahren. Wie können die Leute auch motiviert und produktiv das gesetzliche Rentenalter erreichen? Und da spielt Gesundheitsmanagement eine ganz große Rolle. Da gibt es viele Studien dazu, die kann ich gerne auch dann noch mit einfügen. Oder da müssen wir sprechen, Frau Frohnert, wie wir das technisch machen, dass die an die Informationen kommen. Aber da gibt es einige Studien, ja. Es gibt ja auch schon seit ganz langem diesen Ansatz der Arbeitsbewältigungsfähigkeit, wo ja schon über einen langen Zeitraum dann auch gemessen wird, also wie arbeitsbewältigungsfähig ist jemand. Und da gibt es dann auch verschiedene Aussagen, verschiedene Studien zu, die halt zeigen, wenn ich halt eine gesunde Unternehmenskultur habe, was zum Gesundheitsmanagement macht, wenn ein Arbeitsschutz was macht, dass ich die Arbeitsbewältigungsfähigkeit lange aufrechterhalten kann. Und sobald etwas fehlt, wie eine Kultur, eine gesunde Kultur, dann habe ich eine abnehmende Arbeitsbewältigungsfähigkeit, je länger die Menschen in dem Unternehmen sind auch. Genau, ja, das war der Arbeitswissenschaftler Juhani Ilmarinen aus Finnland, der das Glück hatte, über 30 Jahre die Leute zu begleiten, auch wie die in den Unternehmen altern. Und er hat eben diesen Arbeitsbewältigungsindex entwickelt. Der hat ja auch in Dortmund studiert, insofern spricht er sehr gut Deutsch, der war vielfach hier. Das sind interessante Ergebnisse, die er auch da herausgefunden hat. Genau, vielen Dank, Herr Spitz. Ja, da gibt es ja auch im Chat nochmal den Hinweis auf den Workability Index. Genau. Genau. Herr Schmitz, Sie haben ja mit vielen Auditierten oder im Rahmen der Auditierungsprozesse mit vielen Unternehmen Kontakt, mit Blick auch so Generationenkonflikte. Hat sich da in den letzten Jahren was verändert, dadurch, dass vielleicht auch die Belegschaften älter werden? Ja, mit Sicherheit. Also ich habe so ein bisschen, ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wo so als Generation Y aufkam, kamen mehr Konflikte hoch, aber dass sich das jetzt ein bisschen aneinander gerieben hat und dass die Konflikte vielleicht tendenziell eher abnehmend sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass Corona nochmal dazu beiträgt, dass Konflikte eher abnehmend werden, weil einfach die Veränderungsbereitschaft, wie Sie eben schon meinten auch stärker da ist. Wo Konflikte sind, das sind häufig eben durch dieses Altersstereotype Denken dann auch, was halt diese, ja, selbst diese Prophezeiung dann auch ist, die dann auch sich überall auswirkt auch. Ja. Und dann halt auch weiterhin, zumindest in der Personalentwicklung, dieses Denken Richtung Frühverrentung auch, ja, ab Anfang 50 läuft nicht mehr viel in der Personalentwicklung. Und dann passiert es natürlich, dass Leute abgehangen werden. Und dass die sich dann auch nicht mehr gewertschätzt fühlen für die Leistung, die sie auch gebracht haben ihr Leben lang und dass dadurch dann Konflikte entstehen auch. Dass dann das wichtige Wissen, was ja eigentlich vermittelt werden muss, man lieber für sich behält, sollen die doch wissen, was sie machen.
Ja. Frau Fiedorfmann, Sie hatten eingangs erwähnt, dass Island, Schweden und die Schweiz sozusagen, was die Beschäftigungsquoten angeht, von über 55-Jährigen sehr hoch oder ja, sehr hoch sind, dass sie da herausstechen. Als großer Island-Fan frage ich mal. Ich glaube, da ist gewesen, dass die Älteren wie selbstverständlich natürlich bis 65 oder auch darüber hinaus noch arbeiten. Und diese Kultur muss bei uns ja erstmal wieder aufgebaut werden. Also gerade wenn man über Jahre oder sogar Jahrzehnte diese Frühverrentungsanreize hat, das hat ja lange gedauert. Wir hatten ja für 2010 alle europäischen Staaten vereinbart, mindestens die Hälfte dieser Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen soll erwerbstätig sein. Deutschland hat es schon geschafft, aber Nachbarländer wie Belgien hatten es noch lange nicht geschafft, obwohl die das auch natürlich alle versprochen hatten. Und wir sehen da wirklich, die Kultur ändert sich, aber eben erst langsam. Insofern, wir stehen ja im Moment immerhin an fünfter Stelle, also gar nicht so schlecht. Wir haben richtig viel aufgeholt, aber eben die Frühverrentungsanreize aus den früheren Jahren haben eben lange Zeit gebremst bei der erwerbstätigen Quote der Älteren. Ja, Herr Liesner weist im Chat nochmal darauf hin, dass zwar auch Rotationsmodelle eine gute Möglichkeit sind von Unternehmen, wahrscheinlich auch die Veränderungsbereitschaft zu fördern. Auch Jobsharing, also ganz bewusstes Sharing von Jüngeren mit älteren Mitarbeitern. Ja, ja, genau. Prima. Ich mit Blick auf die Uhr und auf den nationalen Warntag, genau den anstehenden Alarm, würde ich gern nochmal meinen Kollegen Thomas Meyer bitten, auf unsere Präsentation zurückzugehen. Frau Regner schreibt noch, ob es im Bereich Handwerk auch andere Selbstständige. Also da im Handwerk ist es ja, da und bei Selbstständigen, die arbeiten halt häufig länger. Ja. Aber im öffentlichen Dienst ist es eben noch nicht Kultur. Ja, das stimmt. Da haben Sie völlig recht. Gerade bei, was den Übergang angeht, auch Nachfolgethemen sind ja da auch oft mit verbunden, dass dann Selbstständige länger arbeiten. Ich würde gerne, also herzlichen Dank, Frau Flüter-Hoffmann, für diese Inspiration. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir dringend uns um das Thema Lebensarbeitszeit konnten auch nochmal kümmern müssen. Vielleicht können wir da auch im nächsten Jahr nochmal was zusammen machen, informieren und auch Modelle mal vorstellen, wie das konkret im Betrieb aussehen kann. Herr Schmitz, ich glaube, das wäre eine tolle Möglichkeit, dieses Modell dann auch gemeinsam zu bewerben, sozusagen. Das kriegen wir hin, ja, wunderbar. Ja, ne? Dann nochmal kurz der Hinweis auf die nächsten Episoden. Episode 4 unserer Reihe Können Sie Generationen, Können Sie Team findet am 13. Oktober statt, von 14 bis 15 Uhr dann. Und wir haben das spannende Thema Flöhe hüten ist leichter, Generationen in altersgemischten Teams zusammenbringen und führen. Und die Episode 5, das ist dann der Abschluss unserer Reihe am 22. Oktober von 11 bis 12 Uhr. Da geht es darum, Ihnen betriebliche Beispiele vorzustellen, die ein vorbildliches Generationenmanagement etabliert haben. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie dann wieder dabei sind. Herzlichen Dank, Frau Fiedorfmann, nochmal. Herr Schmitz, es macht wie immer Spaß mit Ihnen. Dank auch an den Kollegen Thomas Meyer, der im Hintergrund gewirkt hat und hoffentlich bei allen Technikproblemen helfen konnte. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Wir wünschen Ihnen eine schöne Restwoche und freuen uns, wenn wir Sie vielleicht nächste Woche auf dem Unternehmenstag wieder virtuell begrüßen dürfen. Genau, also ganz vielen Dank auch von meiner Seite an Frau Fiedorfmann. Und natürlich auch wieder an Sie, Frau Frohnert, und alle Teilnehmenden. Und jetzt gehen gleich die Sirenen los. Genau. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.